Ich jetzt auch. Folge 12, du bist dran. Okay, warte. Ich mach noch kurz meine Tür zu. Okay, bin wieder da. Gut, dann ready? Ja, ich auch. Dann 3, 2, 1. Willkommen zurück, Leute. Okay, nochmal. Willkommen zurück, Leute, zu Minecraft Miro 3, Folge 12 mit Juli. Guten Hallo. Tag. Und wir gehen drauf in 3, 2, 1, jetzt. Und nachdem wir im letzten Part ja ein bisschen Action hatten, wird es jetzt wohl erstmal ein bisschen ruhiger werden. Aber vielleicht bald wieder, beziehungsweise bald gibt es wieder einen Kampf, kann man schon mal sagen. Ist richtig. Jetzt Willst schon mal so jetzt. du das erzählen oder soll ich das erzählen? Oh, jetzt will du mal. Okay. Was? Ich habe eine Eisenspitzhacke mit 0 Durability. Okay. Also, wir haben jetzt hier erfolgreich 3 Folgen des schönen Farmen. Denn wir haben für uns morgen für euch am Freitag, wenn ich richtig liege. Ist das richtig? Freitag? 1, 2. Nee, Donnerstag müsste es sein, weil Montag, Dienstag kommen ja dann Folgen. Nee, Dienstag Zwei ist von. auch nicht. Ach nee, stimmt. Die wir jetzt aufnehmen, kommt am Sonntag. Die zweite, die wir aufnehmen, kommt am Montag. Die dritte kommt am. Ja doch, du hast recht, Donnerstag. Okay. Am Donnerstag. Ich habe gesagt, es sagt Freitag, aber gut. Du hast recht, Fre nee. Ja, Doch, ja, Freitag. Freitag. Ja, doch, Freitag kommt die nächste Folge. Folge. Und dort kämpfen wir gegen den guten Silberstein. Und wieder mal hat er sich freiwillig gemeldet, ja. Das bedeutet, wir sind hier vielleicht so die Zielscheibe der ganzen Leute. Glaube ich zwar eher nicht, aber gut. Und weshalb wir jetzt 3 Folgen farmen, erst von dir und es Oh. kann, ja, erst von dir. Und das Problem ist, es kann durchaus möglich sein, dass wir da beide sterben. Aber wir müssen natürlich wieder 1v2 machen. Ist ein bisschen blöd, aber ja. Obwohl, gegen den hätte ich es so gemacht, weil er ganz gut equipped ist. Und ja, Genau, das könnte spannend werden. deshalb jetzt die 3 Folgen farmen. Jo. Genau. Vielleicht finden wir ja irgendein schönes Thema, was wir denn, über das wir währenddessen reden. Wie schön stehst du eigentlich zur Nintendo Switch? Das würde mich mal interessieren. Ich bin sehr offen. Also ich hole es mir auf jeden Fall, zwar nicht am Release-Datum, am 3.3. ist das ja, ne? Weil es einfach keine Release-Spiele gibt, die mich wirklich interessieren. Super Mario Odyssey interessiert mich auf jeden Fall. Kommt ja aber erstmal im November oder so raus. Ja, denke auch. Ich habe meine vorbestellt mit Zelda, weil das ist so, dass allein das hätte mich jetzt dazu bewegt. Kann ich zwar auch auf der Wii U spielen, aber ganz ehrlich, naja, komm. Und es ist schon richtig, es sind halt wirklich nicht viele Spiele und das, also generell, sowas jetzt im ersten Jahr rauskommt, ist jetzt nicht so viel, aber mir persönlich reicht's. Ich hätte persönlich gar kein Geld, mir noch mehr Spiele zum Release zu kaufen. Also eigentlich ist es ganz gut so, wie es ist. Aber viele finden es halt nicht so geil und man liest ja auch ziemlich viel Negatives irgendwie. Da weiß ich nicht genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, Höhle. yay, dass das Ding doch nicht so ein Riesenerfolg wird, wie man vielleicht gedacht hat. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich skeptisch. Ich skeptisch. Ich finde das Konzept dahinter aber ganz gut. Das stimmt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Vermarktung momentan schlau ist, weil sie machen es ja so, dass sie sagen, das ist eine Heimkonsole, die du mitnehmen kannst. Aber das bringt dir dann viele darauf zu kritisieren, dass sie halt nicht so eine gute Grafikleistung hat wie die Xbox und wie die PlayStation. Wenn man das jetzt andersrum machen würde, also man sagen würde, das ist ein Handheld, den du aber auch an den Fernseher benutzen kannst, dann wäre es vielleicht eher anders, weil für ein Handheld ist das Ding ja ziemlich stark. Glaube ich. Hatte ich nicht in der letzten Folge wieder ein Zuckerrohr angebaut? Keine Ahnung, kann sein. Hatte ich da nicht mein Wasser geplaced? Hast du mich nicht nach Erde gefragt? Richtig, und da habe ich mein Wasser geplaced wegen dem Bambus. Ach so, ja gut. Okay, ich habe mich ganz kurz erschrocken. Jetzt fällt es mir genau hinter dem Cobblestone. War das Bambus? Gott, Alter, ja. Und das ist auch das Wasser, was ich mir... Kann ich bitte kurz einen Wassereimer haben? Ja, warte Sekunde. Ich habe gerade noch Gold gefunden.
Muss sowieso zurückkommen. Oh, das Lapis sollte ich mitnehmen. So. Da geht's lang. Alright. Okay. So. Boah, geht aber schon relativ weit hier. Wo bist du denn? Oh. Ich bin den Gang lang gegangen, den einen. Ah ne, warte, ich hab schon Wasser passt. Okay. Teamkiste da. Was kann man denn da reinpacken? Haben wir noch was am Schmelzen hier gerade? Hier ist Essen drin. Da kommt jetzt mal Gold rein. Zack. Und so. Hoffentlich finden wir ein paar Dias, weil das ist so das Wichtigste. Damit wir auch ein bisschen... Oh, lol, Schlucht. Das brauche ich alles nicht. Schild brauche ich auch nicht. Eisen. Ah, wir könnten hier noch was schmelzen. Zack. Oh. Da. Okay, ich habe hier eine Schlucht gefunden. Nice. Okay. Schön, schön. Es ist, und es ist wieder so eine Höhle, die sich wieder in übelst viele Gänge aufteilt. Das ist gar nicht schlecht. Nicht schlecht, ist richtig. So. Ach, ich wollte noch Spitzhacken machen. Ja, musste ich auch erst machen. So. Überblick. Alter. Jo. Wow. Was tust du? Oh Gott. Was tust du? Nichts. Ach so. Okay. Klang anders. Zack. Na. So. Okay. Wo war ich denn? Hilfe! Bitte nicht sterben. Was geht bei dir ab? Das ist Skelett mit Eisrüstung, das tankt übelst. Stirb nicht. Danke. Ich bin jetzt fünfmal fast in Lava gefallen. Oh, hallo. Alter. Das wäre kein geiler Tod. Holy Gott. Aber davor hat mich erstmal ein Zombie in Goldriss runtergeschubst. Alles klar. Oh, ich habe hier auch eine Schlucht gefunden. Das könnte sogar die sein. Ich glaube, das ist sie. Und meine ist einfach riesig. Ja, so. Das ist die. Alter. Ich war ganz kurz vorm Sterben. So. Okay. Weißt du, ich habe nur das Lavafeld gesehen und dachte mir, okay. Dann kam hinter mir ein Goldzombie und ein Creeper. Der Goldzombie hat mich runtergeschubst und da war der Creeper. Ich dachte mir so, bitte nicht. Der Creeper geht hoch und ich denke, jetzt fliege ich in die Lava. Aber nein, ich bin nicht in die Lava geflogen. Mit Creepern habe ich auch schon so meine Erfahrung gemacht. Richtig. In dem Projekt. Ich bin nicht in die Lava geflogen, aber dann war dieses Skelett in dieser Eisenrüstung und hinter mir war immer noch der Lavasee und ich war im Wasser, bedeutet, ich konnte mich kaum bewegen. Bedeutet, was habe ich getan? Ich musste vor mir und hinter mir einen Schutzwall bauen. Oh Gott, und danach habe ich mich hochgebaut und dann kam das Skelett einfach um die Ecke und hat mich trotzdem getroffen. Richtig mies. Krass. Ich bin jetzt schon recht weit gegangen, aber noch keine Dias. Wenn ich mich richtig erinnere, war das aber der Gang, wo ich beim letzten Mal, glaube ich, sogar noch welche gefunden habe. Kann mich aber auch täuschen. Du hast letztens Dias gefunden? Ja, ich glaube am Ende des letzten Parts sogar noch. Das hast oder du war's? Gar nicht erwähnt. Oder nee, kann nicht sein, ich habe keinen Inventar. Ich dachte, oh, hi, Lava. Ich habe mal irgendwann noch ganz am Ende irgendwo einfach nur mich random irgendwo reingegraben und dann habe ich Dias gefunden, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob das hier war. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil dann hätte ich die wahrscheinlich dabei. Weil in der Kiste waren, glaube ich, keine. So. Ah, hier. Ja. Zack. Hast du dich irgendwo hochgebaut? Nee. Echt nicht? Nee. Ich bin hier unten und grab mich immer geradeaus. Dann war jemand schon in der Höhle. Ja. Hier war schon jemand. Kommt vor. Ja, hier war jemand, wenn das nicht du warst. Wow! Sag mal. WTF, Alter. Was ist denn dein Problem, ey?
Ja, da kam einfach gerade so ein Zombie von oben auf mich runter geklatscht. Okay, also heute schaut auf jeden Fall bei Juli vorbei, weil da geht schon ein bisschen mehr ab als bei mir, während ich mich hier nur gerade ausbuddle. Ich überlege echt, ob das die erste Folge sein soll, die ich editiere, aber ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht unbedingt die Zeit dafür. Ich glaube, ich gehe weiter Strip Mine. Ist, glaube ich, effektiver. Ja, hätte ich gedacht, aber irgendwie kommt hier nichts. Ja, ich bin, auf welcher Höhe bin ich hier eigentlich? 11, 0, plus. Ich glaube, ich auch. Weil ich glaube, da war schon jemand an der drin, haben jetzt auch nichts Glorreiches gesehen. Oh, hier ist noch ein hier ist noch ein anderer Strip-Eingang. Ich habe einen anderen Strip-Eingang gefunden. Der ist nicht von uns, glaube ich. Ja, also das proved, das beweist zumindest, dass hier schon mal hier ja. Vor allem ist da vorne noch eine andere Werkbank. Ich gucke mal, ob da vielleicht auch noch eine Kiste ist, dann wüssten wir, wer das ist. Hier ist aber auch Lapis, hat die Person nicht mitgenommen. Egal, aber ich guck mal, ob da irgendwie vielleicht was steht. Nee, einfach nur eine Werkbank mitten im Gang? Dass man nicht durchgehen kann? Hä? Wie random ist das denn? Warum sneak ich die ganze Zeit? Das tut nur im Finger weh. Okay, also... Hier war, glaube ich, schon mal... Also hier war definitiv schon mal jemand, aber ich weiß nicht genau, was die Person gemacht hat. Aber ich sehe hier keine wirklichen Überreste einer Zivilisation. So, weißt du, was du jetzt erstmal, das habe ich vergessen, angehst? Du machst jetzt erstmal eine Schutzhose, ja? Bitte. Eine Schutzhose, okay. Ja, ja. Weil ich selber, ich habe ja nur Schutz 2 und da müsste ich auch mal Schutz 3 draufpacken. Okay. Level 13 bin ich jetzt, wenn ich jetzt wüsste, wo ich herkomme, hier glaube ich, dann mach ich das mal. So, ich bin gerade verwirrt. Und da komme ich, okay. Ja, hier komme ich her. Boah, ist der Gang lang, ey. So. Und das Gute ist, heute darf auch, glaube ich, kein Mensch mehr aufnehmen. Bedeutet, dass uns jemand gesniped hätte, ist jetzt ab jetzt eh unwahrscheinlich, aber dass uns jemand findet und fightet, ist jetzt am unwahrscheinlichsten, denn soweit ich weiß, immer nur noch 6 Teams, 6 oder 7. Und ja, ich glaube, die haben heute alle aufgenommen. Sollte ich mir eine neue Eisenhose machen, weil die ist jetzt schon ein bisschen angebrochen. Ja, du reparierst automatisch mit Verzauberung. Ah, achso. Wieder was gelernt. Schutz 1. So. Wo ist denn hier da? Ach, ich habe hier auch noch Eisenblöcke im Inventar. Lol. Oh, ups. Gott, Alter. Stimmt, die haben wir letztens gemacht, weil wir die nicht mehr tragen konnten anders. Ja, schön, dass ich einen Überblick habe, was ich so mit mir rumschleppe. Oh ja, wie war's mit den Kohleblöcken, die wir irgendwo verloren haben? Die wurden... Vielleicht wurden die uns auch geklaut, weil ich... Ja, die ja, auch die wurden uns auch geklaut, ich weiß sogar von wem. Und zwar? Vom Itzhen... Dieser Itzhen... Ach ja, stimmt. Ja, ich kann den Namen nicht aussprechen, glaube ich. So. So, ich strip meinen in der nächsten Folge. Ich glaube, ich mache uns erstmal eine Schutz-3-Hose. Nice. Ich glaube, ich gehe jetzt hier vorne weiter. Hier, das, hier rieche ich was. Oder waren hier die? Ne, kann ja nicht sein. Egal. Hier sind bestimmt welche. Ja, ich weiß nur, dass mir jemand mal erzählt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, weil... Weiß echt nicht. Das ist eine Schutz 4 Brustplatte, ja? Also egal, Eisen, Schutz 4. Schlechter ist als Schutz 1 Dir. Okay. Also... Ob das jetzt stimmt, weiß ich zwar nicht. Aber wenn, dann ist das wirklich stark. Das stimmt. So. Warum hatte ich Quarz im Inventar? Das ist auch nicht. Die Goldäpfel würde ich gerne behalten. So. Ja, hier ist uns sogar noch eine Eisenhose mit Schutz. Ja, ich habe eine umsonst gemacht. Also ich habe ich eine neue gemacht und die hat ich direkt auf Schutz 2 verzaubern. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es ja billiger. Und dann habe ich einfach... Dann nehme ich die. Nochmal. So, das ist eine alte Hose. 4 Erfahrungen so. Und 4, okay. Ach komm. Hier ist schon wieder nix. Scheint gerade so, als ob dein Internet am Sterben ist. Echt? Aber ja. Ich dachte gerade, es geht eigentlich. Nur 69er Ping. Ja, besser als im Kampf. Ja, aber 70, ne? Soweit ich weiß. Ja. Also ich merke es immer daran, wenn ich Items nicht
aufsammle, dass es daran leckt. Aber das geht eigentlich gerade. Alter, wir haben so viel Leder, aber halt einfach kein Zuckerrohr. Ja, das stimmt. Stimmt! Ach, ich bin ein Vollpfosten. Erik. Ja. Was denn? Nämlich Vollpfosten. Vollpfosten. Warum? Danke. Warum nennst du mich so? Das wollte ich dir auch gerade fragen. Weil wir hätten uns doch schon Schutzbücher machen können. Ja, wie viel Level hast du? Gleich 10. Wir können doch auf... Oh, Schutzbücher, und dann brauchen wir doch gar nicht so viele Dias, Alter. Gott. Darüber habe ich aber auch nicht nachgedacht. Ja, ich verübel's dir ja auch nicht. Weil eigentlich hätte ich hier dran denken müssen. Oi, hi. Gott, habe ich mich gerade vor Wasser erschreckt. Warum? Na, da gehe ich in der nächsten Folge rein. Erschrocken. Meine ich ja. Na, anders mache ich immer falsch. Sorry. Nein, die deutsche Grammatik ist nicht falsch zu verstehen. Schutz 2. Oh Gott, ich Vollpfosten. So. Redstone, Redstone, Redstone. Hallo. Hallo. Boom. Yeah. Okay. Sehr, sehr produktive Folge. Sehr viel gefunden, nicht? Aber bei dir war wenigstens ein bisschen Action dabei. Dann danke fürs Zusehen. Schaut dann morgen wieder rein. Klar, morgen. Und wünsche uns Glück, dass wir morgen den Kampf überleben. Ja. Bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüss. Das war jetzt Miro.